So we are delighted today to be welcoming so many different parliamentary delegations speaking and announcing their initiatives. I'm going to invite now all of the parliamentary delegations present in the gathering to come to the stage. They'll be bringing books with them containing the support of their MPs and their parliaments. To speak for them, I'd like to invite member of the German Niedersachsen State Parliament, Christian Calderoni, and member of the European Parliament from Germany, Mr. Niels Goyking, to join us on stage and speak on behalf of the parliamentary delegations. Sehr geehrte Frau Präsidentin Rajavi, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass unsere Delegation aus der Bundesrepublik Deutschland gestern an der großen Demonstration in Berlin teilgenommen hat. Ich darf Ihnen heute zu dieser beeindruckenden Veranstaltung für Menschenrechte, für Freiheitlichkeit, für Rechtsstaatlichkeit und für Demokratie gratulieren. Die Veranstaltung fand in Berlin statt, einer Hauptstadt, von der zweimal von 1933 bis 1945 in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur und von 1949 bis 1989 in der Zeit der sozialistischen Diktatur in Ostdeutschland Unfreiheit und Unterdrückung in unermesslichem Umfang ausging. Heute ist die Bundesrepublik ein freiheitlicher Staat. Wir haben in diesem Jahr das 75. Bestehen unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung, gefeiert, einer Verfassung, die auf den Trümmern dieser Diktatur gegründet wurde. Eine Verfassung, die nach der umfassenden moralischen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Zerstörung unseres Landes nach den Diktaturen die Freiheit des einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellt. Denn zur Freiheit sind wir Menschen berufen. Die Demonstranten des gestrigen Tages in Berlin haben ihren Willen zur Freiheit für den Iran deutlich gemacht, und sie hätten sich keinen besseren Ort aussuchen können als Berlin. Dieser Ort zeigt nämlich, dass Diktaturen, dass Unterdrückungen, dass Folter, dass Verfolgungen, dass Hinrichtungen vergänglich sind und dass wir zu einem freien Menschen in einer freien Gesellschaft berufen sind. Und die Demonstranten haben ihre Unterstützung für die Stärke ihrer Alternative deutlich gemacht, eine Alternative, die dem iranischen Volk den Weg in eine hellere und eine demokratische Zukunft aufzeigt. Und das Gleiche machen wir hier als Abgeordnete der Parlamente. Über 500 Abgeordnete des Bundestages und der Deutschen Landtage haben eine Erklärung unterzeichnet, in der sie das im Iran herrschende Regime ablehnen und die demokratische Alternative zum Mullah-Regime
sowie Ihren 10-Punkte-Plan unterstützen. Dieser ist der Weg zur Freiheit im Iran und zu Frieden im Nahen Osten. Das Regime im Iran hat seine eigenen Bürger lange unterdrückt, ihre Stimmen zum Schweigen gebracht und ihre Freiheitsbestrebungen erstickt. Über seine Grenzen hinaus hat dasselbe Regime auf unserem europäischen Boden terroristische Akte verübt, unsere Sicherheit gefährdet und unsere Souveränität verletzt. Erst vor 2 Tagen hat der Iran eine weitere Scheinwahl abgehalten, eine Farce, die darauf abzielt, eine Regierung zu legitimieren, die durch den Absolutismus des Klerus regiert. Die letzten Jahrzehnte haben uns gezeigt, dass dieses Regime nicht reformierbar ist. Es gibt keine moderate Fraktion in diesem Regime und jede Wahl in Unfreiheit und Unterdrückung ist bedeutungslos, denn die Freiheit ist Voraussetzung für eine Wahl. Das iranische Volk hat einen langjährigen Kampf um Freiheit geführt. Es verlangt und verdient einen freien Iran, einen demokratischen Iran und eine Republik, in der das Volk sein eigenes Schicksal und seine Zukunft bestimmen kann. In unserer Erklärung haben wir unsere Unterstützung für den 10-Punkte-Plan von Frau Mariam Rajavi, der Präsidentin des Nationalen Widerstandsrates Iran, zum Ausdruck gebracht. Heute stehen wir hier in Solidarität mit dem iranischen Volk. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, den legitimen Kampf anzuerkennen und die Bestrebungen nach einer demokratischen, freiheitlichen und säkularen Republik zu unterstützen. Meine Damen und Herren, die Geschichte der deutschen Hauptstadt Berlin zeigt, dass die Freiheit siegen wird und dass Diktaturen vergehen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür eintreten, dass diese Geschichte der Freiheit auch die neue Geschichte des Iran wird. Herzlichen Dank. Geehrte Präsidentin Ravajani, geehrte Gäste aus aller Welt und anwesende Mitglieder und Mitstreiter für ein freies Iran. Lassen Sie mich eingangs einen Dank aussprechen für die unermüdlichen Organisatoren. Jahr für Jahr wenden Sie den Blick auf die Schrecken im Iran, um der Weltöffentlichkeit Stück für Stück die Augen zu öffnen. Danke für Ihr so wichtiges Engagement. Es ist mir eine Freude, heute auf diesem Gipfel vor Ihnen zu stehen, nicht nur als Abgeordneter des Europäischen Parlaments für die Familienpartei Deutschlands, sondern auch als junger, freiheitsliebender Mensch. Denn Freiheit ist das Wesenselement, was für uns alle auf diesem Planeten in Einigkeit zusammenführt. Am gestrigen Samstag sah ich in Berlin, wie bereits auch schon im Februar, Tausende, gar Abertausende weitere Gesichter, die sich nichts Sehnlicheres wünschen als eine freie Gesellschaft, in der alle gleich behandelt werden. Auf den Großkundgebungen in Berlin erhoben Sie die wahre Stimme des iranischen Volkes. Sie erklärten ein klares Nein zu den Scheinwahlen im Iran mit streng selektierten Kandidaten und ein deutliches Ja zur Beendigung der Diktatur und zur Errichtung einer demokratischen, säkulären Republik. Viel zu lange wurde dem iranischen Volk seine grundlegendsten Rechte von einem Regime verweigert, das auf Unterdrückung, Betrug und Egoismus basiert. Aber der iranische Widerstand lebt und wächst stetig, wie die riesige Menschenmenge, die an der Kundgebung Freier Iran in Berlin teilnahm. Sie alle sind die wahre Stimme des iranischen Volkes und verkörpern die Hoffnung und Entschlossenheit, diese menschenverachtende Diktatur zu beenden. Sie riefen Nein zu allen Formen der Diktatur, die das iranische Volk gewaltsam unterdrücken würden. Der Wunsch des iranischen Volkes ist klar. Es fordert politische Veränderung. Und es ist die Aufgabe der demokratischen Länder, die Forderungen des iranischen Volkes nach Veränderung anzuerkennen, gar aktiv zu unterstützen. So müssen wir mehr Wege finden, dass der Handel mit dem Tod weiter austrocknet. Es ist an der Zeit, dass die Europäische Union mit all ihren Institutionen eine entschlossenere Politik gegenüber diesem Regime verfolgt. Das Herzstück dieser Politik muss auch die Anerkennung des Rechts des iranischen Volkes sein, sich der Unterdrückung widersetzen zu können. Ebenso bedeutet es,
die Anerkennung einer demokratischen Alternative des Nationalen Widerstandsrats Irans und des 10-Punkte-Plans von Präsidentin Maria Rajava als substanzielle verfassungsähnliche Grundsteine eines neuen, modernen Irans. Das ist und kann einzig die Zukunft des Irans sein. Das ist der Iran, den wir alle hier anstreben. Das ist der Iran, den wir gemeinsam erreichen wollen. Aber, und das ist leider auch die bittere Wahrheit, der Weg, den das iranische Volk noch gehen muss, ist voller Leid und Entbehrungen. Ich sah bereits in zahlreiche Gesichter, wir alle, Gesichter, die heute nicht mehr unter uns sind oder sein können. Ermordet im Kampf um die Demokratie, gefallen für eine bessere Welt für sich, ihren Familien und den nachfolgenden Generationen. Lasst uns der nun stillen Helden gedenken und ihren Familien Kraft und Trost spenden und halten einen kurzen Moment inne, um sie zu würdigen. Vielen Dank und bleiben Sie standhaft. Bleiben Sie standhaft. Die Geschichte zeigt, dass bislang jedes Volk seine Freiheit erkämpfen kann, welches den Mut und die Kraft aufbringt, die Erforderlichkeit zu leisten. Und die Erlangung der Demokratie ist am Ende der größte Sieg, den ein Volk erringen kann. Bleiben Sie standhaft. So wird das iranische Volk eines Tages in Frieden und Freiheit leben können. Now, please, President Marjan Rouhani, I invite you to join with us and present the one more than 4,000, I would say, from parliamentarians. So we support the message hold to the world. Please come to us. Because you are vis-à-vis the Mullah's regime, you are against the policy of appeasement, and you are inside of Iranian resistance, especially Iranian resistance units inside Iran, and also the organized resistance around the world. And I think that this policy, it means the policy of appeasement, help to dictatorship, and also it is a menace for
people in the region, for all of the world, and also for the people in Iran. You know that religious dictatorship rule in Iran by suppression inside Iran, and also by exporting terrorism and fundamentalism, warmongering and bellicism in the region. It is the center of threat. For this reason, this support is not only for the Iranian people, it is also for your people in the Europe and also in the United States for stopping the Mullah's regime, because the only solution is to overthrow the Mullah's regime by the Iranian people and the organized resistance. Thank you all for this support.